meine Freunde. Heute befinden wir uns in einem alten, verlassenen Bahnhof. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Also die ersten Eindrücke sind schon mal recht geil. Und wir beginnen jetzt. Bis gleich. So, Freunde. Wir haben jetzt hier, das ist die Anmeldung, wo sie damals hier die Fahrkarten verkaufen. Und man sieht hier noch eine Durchreiche hier vorne. Gell? Und hier saß sie da drin, die Bürotante. Christian baut kurz sein Stativ auf. Wir laufen mal langsam weiter. Ich werde jetzt mal die Taschen aber auf die kleinste Funktion stellen. Hier haben wir noch eine alte Waage stehen. Schaut euch das an. Karl Schenk, Darmstadt. Ist das eine Waage? Jeder Teilstrich 500 Gramm, 500 Kilo. Gramm, 500 Gramm. Ja, es ist eine Waage. Die mit Strom geht, aber hier wird kein Strom mehr sein. Vermute ich immer ganz stark. Schon mal gut, dass die ganzen Fenster zu sind. Also man kann sich hier ein bisschen bewegen. Hier ist noch ein leerer Raum und diese Straße, müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. So, Freunde, was liegt denn hier? Hier liegt ein Schlafsack oder sowas. So, hier liegen wieder Klamotten. Falls jetzt jemand hier sein sollte, weiß ich noch nicht, was wir da machen. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter, das ist einfach nur ein Raum. Geht es auch nicht weiter, aber wir können mal hier gucken. Hier ist auch nichts. Also sind wir mal hier mit dem Keller durch, gell? Ich habe gedacht, es wäre nur ein Raum, aber hier geht es ja gleich weiter. Wir sind zu leise, weil wir ein bisschen aufpassen müssen, weil hier auch eine Matratze liegt. So, Freunde, also wir müssen jetzt wirklich mal gucken. Es ist leider in Deutschland so, ich habe das schon ein paar Mal wiederholt. Also hier liegt eine Matratze rum. Deshalb wäre es jetzt ganz wichtig, wenn wir zusammenbleiben. Hier liegt eine Matratze. So, wir gehen vorsichtig weiter. Ich gucke jetzt noch in jede Ecke hier. Das ist jetzt wie so ein Dachboden. Hier steht noch ein altes Bild von der DDR. Schaut euch das an. Ich gehe gleich mal hin und zeige euch das mal richtig. Ich mache jetzt noch mal schön laut. Schön laut. Was rede ich denn? Schön hell. Erkennt ihr das? So, so ist es vielleicht besser. Da finden wir hier so einen Eishockeyspieler. Da steht DDR. Und das sieht aus wie ein Arzt da hinten. Irgend sowas. Bin mir nicht sicher. Christian versucht es mal drauf zu kriegen. Auf jeden Fall ist das ein riesengroßer Dachboden hier. Der geht bis dahinter. Das ist der Wahnsinn. Okay, ich gucke jetzt mal, ob die Leiter hier stabil ist, damit die mich aushält, aber scheint so. Komm auf jeden Fall hoch. Freunde, es geht weiter. Ja, das ist wie ein alter Tisch, der ist auch total schief schon. Seht ihr das? Und da geht halt dieses Rohr hier hoch. So. Ja, dieser Dachboden von diesem Bahnhof ist schon ganz schön mega, oder? Mega groß. Ist das heiß eingerichtet? Also wir haben hier so einen Stuhl und hier sind, wie sagt man denn, Gläser halt. Lass mal die Gläser. Soda. Soda und Juicy. Okay, Leute. Hier ist auch Graffiti an den Wänden. So, Freunde, ist auf jeden Fall hier ist sehr gefährlich. Also ich, hier steht eine Kaffeemaschine, Christian. Ein Föhn. Und Klamotten. So, gut. Wir gehen doch vorsichtig hier rein. Hier haben wir noch ein übelst geiles Poster an der Wand von der Bar. Wow, hat mich das jetzt geschickt mit dem Stuhl. Das hat mich jetzt total geschickt. Freunde. So, hier ist noch ein kaputter Boiler. Ich sag mal, so viel Vandalismus ist nicht hier, weil der Spiegel da hinten, der ist ja auch noch ganz, gell? Siehst du ja. Freunde, ein Lost Place mit Licht. Wahnsinn, in diesem alten Bahnhof geht noch Licht. Wir machen es aber gleich wieder aus. So, Freunde, wir haben das Licht wieder ausgemacht und hier brummt es aber auf wie Sau. Und hier riecht es richtig nach Strom. Also hier bin ich nicht gerne drin. Ich habe echt mega Respekt vor Strom. Ganz ehrlich. Also, gleich wieder hier raus. Das ist mir nichts. So, wir haben jetzt, wie gesagt, in diesem Lost Place, in diesem alten verlassenen Bahnhof, Licht angemacht. Sollte ich jetzt den nächsten Schalter sehen, zeige ich es euch nochmal.
finde auch nichts. Doch hier. Ist das Licht? Ja. Da, seht ihr das? So, Freunde, hier ist Licht in diesem verlassenen Bahnhof. Machen wir da aus. Und es geht dann weiter. Wir sind jetzt quasi auf dem Weg nach draußen. Und wir hatten jetzt quasi mal nur rotes Licht anmachen. Weil das man sieht, sieht man nicht so im Dunkeln wie weißes Licht. Ihr solltet trotzdem was sehen, wenn Christian mir hilft. Dann leuchten wir hier zusammen aus. Wir werden erstmal dieses Lostplatz verlassen. Wir wissen nicht, was wir davon halten sollen, da hier noch Strom ist. Aber der Bahnhof, ihr habt es definitiv gesehen, ist lost. Vor allen Dingen haben wir auch Matratzen und Klamotten hier gefunden. Wir wissen nicht, wer sich hier noch rumtreibt. Ich habe es natürlich bestimmt gehört. So, Freunde, wir haben jetzt diesen verlassenen Bahnhof abgefilmt und haben jetzt erstmal abgebrochen. War alles schön gut, ihr habt gesehen, es ist komplett leer. Und mit einmal haben wir aber mitgekriegt, dass da Licht ist und es hat gebrummt. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, sofortiger Abbruch. Aber sonst war es wirklich eine coole Location. Ja, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß. Beim Video. Abonniert. Kostenlos die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und lasst ein Abo da. Und einen Kommentar. Vielleicht kommt ihr bald ein Lied von uns. Mal gucken. Ich werde es mal so in Erwägung ziehen und mal drüber nachdenken. Also bis dahin. Ciao.